Hallo zusammen, willkommen zurück hier. Die Nordfriesische Marsch ist wieder hier am Start und ja, wir sind fleißig dabei, unser neues Gewächshaus zu befüllen mit allen möglichen Flüssigkeiten und anderen Sachen, damit es erst einmal in Betrieb kommt. Das heißt, wir brauchen gleich noch ein bisschen Wasser, wir brauchen Herbizid. Das kommt jetzt als nächstes hier aus dem Fermenter. Fermenter sage ich schon, Separator. Herbizid haben wir 32.000, wir können aber auch nur 25 reinpacken. Dann müssen wir gleich Karton auslagern oben. Moment, das könnten wir eigentlich direkt mal machen. Wo ist er denn? Na, da ist der LKW. Ja, Karton werden wir halt nicht viel haben hier, schätze ich mal. Aber egal, es muss raus. Was da ist, nehmen wir mit. So, dann gucken wir mal kurz hier. Zellstoff. Karton. Zack, vier Paletten, 15.000 Liter. Ja, wie gesagt, besser als nix. So, dann fährst du mir nämlich Feld 11, 12 war das, glaube ich. Dieser Ding. So, dann können wir hier weitermachen. Herbizid, dann holen wir einmal Wasser. Wenn der Karton da ist, dann brauchen wir rein theoretisch nur noch als Booster ein bisschen Erde. Und die bekommen wir ja beim Kieswerk, glaube ich zumindest. Ansonsten haben wir na klar auch Kompost da, den wir auch nehmen könnten. Aber es wäre halt schon schön, wenn das Ding zum Anlaufen käme mal. Ja, genau, Saatgut brauchen wir noch. Saatgut müssen wir auch kaufen. Das heißt, wir brauchen irgendwo mal einen Kipper. Oh, Herbizid, ja. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwo noch einen Traktor frei habe. Ja, doch, wir haben noch einen, der am Hof steht. Warte mal. Das sollten wir vielleicht gleich mal machen. Den da. Und wir haben ja noch zwar nur, glaube ich, einen kleinen Kipper, aber besser als nichts. Und dann würde ich nämlich sagen, der fährt zum Kieswerk. Da steht der Kieswerkabholung. Und ich weiß nicht, wann wir den Anhänger hier überhaupt mal gebraucht haben. Aber manchmal ist es dann doch gut. So, vom Kieswerk zum Feld 1112 mit Erde. Zur Sicherheit gucken wir mal ins Kieswerk. Kieswerk, genau. Erde und Steine. Erde 123. Oh, Steine sind fast voll schon wieder. Gut, da ist der auf jeden Fall unterwegs. So, dann brauchen wir mit dem hier Wasser. Gut, könnten wir jetzt rein theoretisch runterfahren zum Klärwerk, aber ich hole jetzt hier einfach am Hydrant das Wasser ab. Damit das Ganze schneller geht. Und da Wasser, 100.000 Liter reinpassen, könnte man rein theoretisch zwei Wegen reinhauen.
Aber wir können, was wir mal gucken können, ist, was die Pilze und so an Geld bringen würden. Mal gucken, wo die hier sind. Hier Pilze 1700, Kürbis irgendwie um die 2000. Na gut, die bringen aber gutes Geld. So, oh, guck mal, wir sind schon voll. Und unser Karton-Lieferant ist auch schon da. Cool. So, das heißt, einmal kurz Wasser abkippen. Dann fehlt eigentlich nur noch die Erde. Beziehungsweise doch die Erde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wie gesagt, rein theoretisch können wir da noch ein zweites Gewächshaus irgendwann daneben packen. So, Wasser wird hier vorne sein. Müssen wir mal gucken, wie viel verbraucht der denn? Wo ist das Gewächshaus? Gewächshaus. Hier. 200 pro Stunde. Ja, da werde ich jetzt nicht wirklich mehr reinkippen. Das braucht gar nicht. So, aber dann können wir in der Zwischenzeit, ach, der steht da vorne. Den Karton noch reinschmeißen. Dann brauchen wir ja den Kompost eben und das Saatgut. Aber Saatgut können wir hier direkt beim Bahnhof holen. Nicht beim Bahnhof, hier Reifeisen meine ich. Ist ja hier ums Eck. So, hat der schon Erde geladen, der Kollege? Nee, noch nicht. Gut, dann dauert das auch noch ein bisschen, bis der da ist. So, dann lassen wir den einfach mal hier stehen. Ja, dann schnappen wir uns den Kollegen hier mal. Wir können ja auf dem Missionsfeld, wo ja gerade der Helfer arbeitet, auch noch Stroh sammeln. Dann machen wir das wenigstens schnell selbst, wenn wir jetzt schon den Drescher automatisch fahren lassen müssen. So. Ah ja, jetzt wird gerade Erde geladen. So muss das sein, so muss das sein. Ja, wie weit wollen wir? Ui, wie weit ist der denn? Ja, ist auch schon gut vorangekommen. So, den stellen wir mal ein auf Feld 13. Ich schätze mal, dass da der Abfahrer wieder unterwegs ist, wenn er es diesmal geschafft hat, hier rauszukommen. Aber wir haben. Ah ja, naja, es hat geklappt. Es wird gerade Dinkel abgeladen. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen, das Gewächshaus da heute noch in Gang zu setzen. Es wäre ja nicht schlecht. So.
Dann machen wir hier schön das Stroh weg. Zumindest so grob. Wenn da ein bisschen was liegen bleibt. Ach, egal. Ist ja nur so ein kleines Zusatzeinkommen, was wir hier quasi generieren. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gucken, ob wir noch ein paar Dresch-Missionen haben oder Erntemissionen generell, damit wir da eben auch noch ein bisschen was machen können. Und ja, irgendwann müssen wir, wie gesagt, uns einen Plan machen, was wir auf die einzelnen Felder drauf machen. Um da zu sehen, wann wir was bearbeiten müssen. Ja, wie gesagt, das mit dem Zuckerrohr, das ist jetzt noch wirklich ein Problem. Wenn wir den Schichtbetrieb aktivieren wollen, dann müssen wir, dann brauchen wir mehr Fläche. So, guck mal, der ist auch voll, das heißt, der kann, ja komm, wir fahren ihn noch raus, dann lassen wir ihn automatisch losfahren, dann gucken wir, wo unser Erdelieferant ist. Der müsste ja auch bald. Ja, der nicht. Der auch nicht. Der hier. Guck mal. Der ist fast da. Und wenn wir hier hinten rum kommen. Warte mal. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ich bin gerade. Ach doch. Nee, wir sind schon zu weit. Ich wollte gerade sagen, das sah so aus, aber nee. Gut, dann kippen wir hier einmal Erde ab. Könnten gleich mal gucken, wie viel hier überhaupt reinpasst. Ob wir dann eventuell, das können wir auch so machen. Erde, Erde, Erde. Passen 100.000, dann können wir den gleich nochmal, nee, wir müssen erst das Saatgut machen. Erst Saatgut und dann lassen wir den nochmal ein, zwei Ründchen drehen. So, Abladeseite machen wir links. So, Erde. Dann gucken wir, kommen wir hier irgendwie. Na gut, wir fahren über die Ölmühle. Tja, Gewächshaus. Saatgut fehlt. Dann läuft die Sache hier. Gut, da haben wir jetzt den LKW. Na gut, wir kommen durch. Ich wollte gerade sagen, den haben wir wieder schlau platziert, aber es geht. So, dann holen wir hier mal einen Anhänger voll Saatgut. Oder mal gucken, wie viel wir hier reinbekommen. So, Saatgut passt auch 25.000 rein. Ja, Helfer hat die Arbeit eingestellt. Kein Geld mehr da. Ja. Gut, das war jetzt ein Problem. Das heißt, der Standardhelfer arbeitet nicht mehr. Ja. Egal. So. Dann gehen wir gleich in den Drescher und machen da weiter. Und damit sollte ja alles grün, blau. Und dann geht's hier gleich los mit der Produktion von Gemüse. Ja, dann lassen wir den hier noch mal eine Runde Erde fahren.
So, und genau, wir schnappen uns den hier. Dann machen wir das restliche Dreschen hier schnell selbst. Das heißt aber wirklich, wir bräuchten mindestens ein Feld mit Weizen, wo wir dann irgendwann mal Saatgut herstellen können. Das heißt, das ist definitiv die Saatgutproduktion, muss eigentlich die nächste Produktion sein, die wir uns holen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dann brauchen wir den Tischler. 1,6 Millionen und Felder. Boah Gott. Das heißt, vielleicht sollten wir einfach mal schauen, was für Früchte jetzt noch erntereif werden auf den Feldern, wo wir Sachen brauchen könnten, die wir uns vielleicht einfach kaufen. Dann nehmen wir halt noch mal einen Kredit auf oder erhöhen den Kredit. Das ist ja nicht so schlimm. Das werde ich, glaube ich, gleich mal in aller Ruhe machen nach dieser Folge. So, reicht das? Boah. Wie abgepasst, 99%. So, das heißt aber, der wird hier gleich nicht mehr rankommen, oder schafft er das? Gut, warten wir mal kurz. Gut, dann können wir ja einfach mal gucken, was hier. Ja gut, da ist noch einiges dunkelgrün. Ja gut, Karotten brauchen wir nicht, Baumwolle brauchen wir nicht. Hier, das ist vermutlich Mais. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Gucken wir mal, was hier so ist. Also die beiden. Ja, das ist alles Baumwolle. Hier unten die 66. Oh. Was ist das hier? Das ist Hopfen. Nee. Das brauchen wir auch nicht. Zumindest noch nicht. Hier unten. Das ist auch Hopfen. Hier haben wir noch ein erntereifes Feld. Das ist, was haben wir hier? Dinkel. Ist auch etwas, was wir eigentlich nicht brauchen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Naja, sonst sieht es wirklich schlecht aus. Ja, doch die 1 und hier unten noch. Auch Baumwolle. Und hier unten ist noch mal Mais. Ist jetzt nicht so wirklich das Zeug, was man brauchen würde. Abfahrer. Hallo? Fahrer? Okay. Hallo? Wo versteckt der sich wieder? Ach komm, jetzt müssen wir den wieder suchen hier. Wo ist der denn abgeblieben, sage mal? Hä? Muss ich nicht kapieren. Ja gut, dann warten wir halt mal auf den Kollegen. Aber während wir warten, machen wir erst einmal hier ein Päuschen. Morgen geht's weiter. Schaut gerne wieder rein. Ich würde mich freuen und damit tschüss, ciao, macht's gut, bye bye.